Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium War 4 im Live-Let's Play. Auf nach Operation Stetto, die mittlerweile, ich sehr gut... okay, ich werde nichts sagen, nicht, dass es hier irgendwie schief geht. Schauen Sie mal. Die kämpfen wie Ameisen. Und verdrängen das Los, das sie erwartet. Früher oder später rotten sie sich gegenseitig aus. Aber darauf können wir leider nicht warten. Diese Kämpfe gefährden die Türme, vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen, aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. Also auch mich selber, okay. Die GDI rückt schneller als erwartet durch die italienische rote Zone vor und ist für die Einrichtung der Besucher vor Ort eine ernste Gefahr. Wir müssen sie aufhalten. Im Moment geht die größte Gefahr von einer großen GDI-Armee aus, die die Truppen der Aliens am Ostufer des Tibers zurückdrängt. Da wir nur wenige wahre Gläubige haben, kommt ein direkter Angriff auf die GDI nicht in Frage. Versuchen sie stattdessen die Beinbauhöfe der GDI mit Shadows und Saboteuren zu übernehmen und schlagen sie unseren verhassten Erzfeind mit seinen eigenen Waffen. Erobern sie anschließend die beiden Drohnenplattformen der Aliens, erst dann wird sich Kanes Plan voll entfalten. Vernichten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt, egal ob es sich dabei um Einheiten der GDI, der Bruderschaft oder der Besucher handelt. Beinbauhöfe der mit Shadows zu übernehmen, ich weiß nicht, was... Shadows können nichts übernehmen. Das ist Italien? Das sieht nicht mal mehr wie die Erde aus. So sieht es nicht aus wie die Erde. Ausbildung. Empfange Nachricht. Die GDI ist tief in die rote Zone vorgestoßen, um die Alien-Invasoren zu bekämpfen. Wir müssen sie aufhalten. Die GDI hat zwei Lager. Eine Primärbasis im Südwesten, eine Luftwaffenbasis im Norden. Beide sind eine Bedrohung. Erobern sie beide Gefechtsstände und beide GDI-Basen. Jojo. Erobern oder zerstören sie die Produktionsgebäude der GDI, um ihrer Armee die Grundlagen zu entziehen. Ja, okay. Die Aliens haben zwei Kommandozentralen. Erobern sie diese Zentralen mit Saboteuren, um das Blatt zu wenden. Wie lang das hier auch geht. Erobern oder zerstören sie alle Alien-Produktionsgebäude und unterstellen sie Nord ihre Truppen. Das Briefing nochmal zusätzlich. Das ist verdammt viel. Wenn man das nicht abbrechen würde. Ich will Bruderschaft vertrauen. Hier kommt man da hin. Die Bruderschaft vertraut mir. Die ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, ihr schafft das schon. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich muss das mal da hinten hin. Vertraut mir. Erstmal mich richtig da um. Nochmal. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Sollten aber nichts machen, theoretisch. Ich höre. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich kenne den Weg. Die Bruderschaft vertraut mir. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Die Bruderschaft. Machen wir uns an die Arbeit. Ne, die sind mit uns gerade noch befreundet, was sehr schön ist. Feindliche Basis in Sicht. RIP. Ich kann helfen. Lord, was zum Teufel machen die hier? Nix. Zeitziehen. Stealth-Einheit geortet. Okay. Okay. Ja. Lieber dahin. Aha, ich kenne den Weg. Das sind nur drei, die ich hier brauche, aber es ist trotzdem... Oh, hi. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich kann Ihnen helfen. Kommt ihr mal dahin? Die Bruderschaft vertraut mir. Arbeiten wir zusammen. Und ihr kommt hier hin. Ja. Die Bruderschaft vertraut mir. Vorsichtig. Verstehe. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut dir. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Machen wir uns an die Arbeit. So, dann wollen wir doch mal. Kann ich Ihnen helfen? Vertrauen Sie sagen, mir. Ich kann Ihnen helfen. Übernehmen. Was feindliche Einheiten in Sicht. Hauptquartier. Hier ist Infanterietrupp Delphi. Wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet. Wie sollen wir vorgehen? Nix. Positiv.
Feuer einstellen! Was? Mit Vorsicht vorrücken! Bei ihrem Ursprung. Hier hat alles angefangen. Doch, wieder da oben. Wir müssen vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Na dann, auf geht's. Mehr Gebäude. Gebäude besetzt. Die GDI-Luftwaffenbasis wurde vernichtet. Sie haben die Luftwaffenzentrale erobert. Sofort ausweichen! Der Himmel gehört uns! Ein verloren. Der Alien-Stützpunkt wurde neutralisiert. Ernsthaft? Diese Aliens sind auch nur Narren, die Kanes Prophezeiung nicht verstehen. Er wurde nicht erobert? Nein. Okay. Es darf nicht existieren. Dann macht das einfach kaputt. Danke. Ah, da wurde er wahrscheinlich vorher kurz, da wurde er vorher getötet, definitiv. Aber wir haben es geschafft. Also wie gesagt, Operationsleiter mit dieser Taktik. Glücklicherweise kein, ist mir egal. Ne, wenn man das die Bonusziele machen will, klar, dann kann man das so nicht machen. Aber die Bonusziele sind mir sehr, sehr egal. Sehr, sehr egal. Gut, das war's mit der Folge Operation Sletto. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns bei Italienisches Hügelland in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.